herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Uncharted 4. Wir sind mit Nathans Bruder unterwegs. Wir können aus dem Gefängnis abhauen. Eigentlich dachten wir, Sam ist tot, so heißt der Gute hier. Aber wir saßen mit einer der größten Drogenbarone. Seit ich hier reingekommen bin. Und der Kontakte. Beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Oh ja, da wurde gemetzelt. Pedazo ocupate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Verdammt. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Die wirst du brauchen. Okay, danke dir. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Selbstverständlich. Das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Háganlo. Erledigt. Keine Muni mehr. Komm! Wenn ihr Abdeckung habt, könnt ihr das Haus haben. Geht auf die Kraft. Die Quelle! Danke! Ich nehm den oberen. Nein, doch nicht. Ich nehm den unteren. Doch nicht. Nimm doch keinen. Aber richtig hilfsbereit, die Typen, die kommen direkt zurück. Das sehe ich. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Position, das habe ich verstanden. Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Scheiße, ist okay. Ja. Ich glaube, es ist noch alles dran. Ich bin mir nicht sicher, aber warte. Ja, jo, Pullemann ist noch da. Gar nichts gebracht eben. Gringo, Gringo, zurück, du Scheiße. Danke dir. Ja. Also vom Schießen und so ist schon geiler. Thank you.
Zeig dich. El área está asegurada. Estamos bien. Premio, en Deco. Schon wieder. Gleich sind wir entweder frei oder tot. Bist du bereit? Tinnitus. Warte, ich komme gleich, Meister. Okay, Munition ist voll. Ne, wir bleiben bei der, scheiß drauf. So. Macht keinen Sinn, ne? Fuck! Mächtige Badabum. Jetzt haben wir eine dicke Bombe. Wo seid ihr denn? Da oder was? Die Typen sind der Wahnsinn. Ah, den Weg kenne ich, da waren wir doch schon mal, vor 15 Jahren. Freedom! Geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist? Ja, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, hey, hey! Leise! Ganz ruhig!
Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger? Ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Cuccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate, die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swift ist, Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer, Charlie Cutter. Nein, er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar.
Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Lügner. Notlüge, ne? Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtiger Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ja. Er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Oh ja, sehr schön. Aber ich glaube, wir stecken sehr tief in der Scheiße. Zumindest er. Und lass uns jetzt damit reinziehen. Aber ich glaube, jeder hätte die Entscheidung getroffen. Jetzt mal ohne Spaß. Jeder von uns hätte diese Entscheidung getroffen. Jeder, wirklich jeder. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Was ich natürlich meine ist, wie gesagt, wenn du so am Arsch bist, so im Knast bist, hast du eh nichts mehr zu verlieren. Dann kommt so jemand wie er, holt dich da raus, macht dir dieses Angebot, ich glaube wirklich. So, ich hab kein Seil. Ist ein Seil, Bruder? Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ha, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Verschluck. Auf geht's. Warte, ich mal kurz Ansprung holen. Zack, und wieder nach vorne. Ist wie schaukeln. Alle ab. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Oh. Okay.
Wohin jetzt? Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Hast du noch ein Seil, Bruder? So. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Okay. Da ist ja wirklich jemand. Oh, die haben dicke Waffen. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Zitronenbäume? Ja, oder? Ich würde sagen, das sind Zitronen. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Irgendwas? Nö. Weiß, man hätte auch die Treppe normal nehmen können. Aber warum? Müsste halten. Entschuldigung. Erst mal weiter runter. So. Jetzt aber. Boll. Okay, komm runter. Ist alles sauber hier. Das Lampenschmerz abfällt, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Muss ich mit denen reden, wo ist er? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich hab Zeichnung. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnung? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Nee. Aber wo geht's denn weiter hier? Vermutlich hier, oder? Oder auch nicht. Hier, oder was? Ah, guck mal. Nein, du sollst... Oh, Mann. So, und tschüss. Halbe Weltreise hier. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Oh. Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Pass auf, die erste Stange ist ein bisschen locker, Freund. So. Er kommt nicht weiter.
Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Oh ja, das stimmt. Lass dir ruhig Zeit, ich hänge hier so lange rum. Zack. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Partys so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Hm? Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Okay, wartet, bevor wir durch den Keller gehen. Ich mach mal kurz Pause. Werde ich das Spiel einmal beenden? Also die Folge jetzt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da. War ja sehr, sehr aufregend, was er so erzählt hat da aus dem Knast. Und wie gesagt, ich bin fest der Meinung, jeder, wirklich jeder da draußen von uns hätte diese Entscheidung getroffen, wenn man da wieder rauskommt. Wie gesagt, was hat man zu verlieren, Mensch? Gut, jetzt hat er einiges zu verlieren, weil er wieder da ist. Aber Nathan regelt. Okay, Freunde, passt auf euch auf, lasst mir was da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.